Hallihallo, meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Space Engineers mit dem guten Balcry. Und dem Spider-Man. Du hast doch da eben an der Decke gehangen, hast gesagt, okay, pass auf dann und plopp war er unten irgendwie, oder? Ja. Das sah so, als wärst du wie eine Fledermaus, kopfüber runter. Ich bin eine Fledermaus. Wissen viele gar nicht, ist aber faktisch wirklich so. Mein Name ist Fledermaus. Oh, oh verdammt, ich kriege ja sogar schon ein Problem. Nee, warte mal. Ach, ich kriege ja sogar schon ein Problem, das normale Vorwärtstriebwerk einzubauen. Nee, ja. Weil man darf die Triebwerke, man muss die Triebwerke ja... Ah, warte, well, nee, das well, muss gehen. Well, ja, well. Was? Was denn das? Was macht das denn? Das ist das Hangar-Tor. Noch nicht ganz perfekt justiert, aber so die Richtung soll es haben. Das ist ein Streifen, der dann ausfährt. Wie kann denn das ein Hangar-Tor werden? Das wird ein Hangar-Tor, pass auf. Oh. Ups. Da hat sich eine Stahlplatte verabschiedet. Ich hoffe, dich hat es nicht getroffen, oder? Nee, nein. Es reicht aber nicht ganz nach unten, dieses Hangar-Tor. Ja, das oder ist, wäre, könnte, hätte man das noch weiter ausfahren ist können? Genau daran, an dem Problem arbeite ich gerade. Ich schaue jetzt gerade mal, dass ich check mal gerade ein paar Blöcke ab, die so in der Richtung ungefähr arbeiten. Aber das ist gar nicht so einfach. Weil die nämlich verschiedene Längen haben. Meter, 15 Meter. Aber dieses, das, die haben teilweise, also diese ganz normalen Standard-Hangar-Tore sind ja echt kiki, ne? Also die sind, die kannst du in der Pfeife rauchen. Jetzt muss ich mal gucken. Der nimmt, wenn ich den jetzt hier ranschraube, dann kriege ich da zwei nach unten hin. Und von unten würde ich dann. Ja, naja, das fehlt mir genau eins. Okay, pass auf, dann machen wir das anders. Okay, dann mache ich jetzt mal den 10 Meter, das 10 Meter Hangar Gate. Das war jetzt das von eben. Wenn wir das jetzt so ranbauen würde... Soll ja zugehen, das Ding. Der muss sich doch da jetzt anhängen können. Warum will er denn nicht? Und hier will er. Ja, genau so will ich den doch auch haben. Wo ist denn dein Problem, hä? Triebwerk. Wo ist dein Problem? Ich glaube, das wird falsch rum. Ich bin mir nicht so sicher. Machen wir mal. Stahlplatte? Wäre natürlich geil, wenn das klappen würde. Das ist dann vorwärts, ne? Ja. Der Gerät kommt, Well! Der Gerät kommt! Oh oh. Das ist ein Ticken zu weit. Es müsste noch um eins nach oben versetzt werden. Okay. Aber das ist auch nicht Erdheit, ne? Nee. Doch, das ist Erdheit. Krass. Also es müsste um eins nach oben versetzt werden. Na toll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, aber da geht doch was. Oh, meine Gesundheit, Well. Ja, was ist mit der? Die Krankenkasse hat angerufen. Ich bin im Eimer. Warte, ich muss mal kurz heilen gehen. Alter, brauchen wir allein, um die Hangar-Tore zu bauen, das ist schon eine ordentliche Herausforderung. Na ja, gut,
So viel Zeit muss sein, mal kurz hier sich Luft in die Lungen zu pumpen. Aber das ist schon geil. Wenn das klappt, wäre das cool. So. Und jetzt bauen wir das einfach nur einen Ticken höher. Warum geht denn der da oben eins näher, mehr rein? Und warum der nicht? Warum? Ach, wegen der. Dann kommt das weg. Boah, ist das übel. Nicht ganz so lang hier, das Schiff. Nee, Moment. So, jetzt bauen wir hier oben mal ganz kurz noch eine... Nee, das wollte ich nicht. Das auch nicht. Well, es könnte sein, dass die Stahlplatten runterfallen. Warum macht er das denn jetzt da? Warum macht er das denn da unten? Und warum macht er es bei dem da oben nicht? Ach, jetzt habe ich es gesehen. Jetzt sehe ich mein Problem. Okay, alles klar. Jetzt habe ich es gesehen. Okay. Ein bisschen gedauert. Zack und... Du bist wirklich der Meinung, du brauchst mehr Schub, Vorschub, Vortrieb, ja, nach vorne, ja, als nach hinten, ja? Ja. Also es muss nach vorne auf jeden Fall ordentlich Schub haben, das Ding. Aus dem Grund... Du zwei Large Atmospheric Thrusters für Schub nach vorne haben? Ja. Oder einen? Zwei, ne? Weil das Ding, du musst es immer so vorstellen, das Teil... Aber du musst auch wieder rauskommen aus dem Ding. Erstens das ist die nächste Frage. Wie wir das bewerkstelligen, wenn das Teil wirklich mal schwer sein sollte? Ja, aber du musst auch wieder rückwärts. Also wenn du zwei nach vorne... Ich würde jetzt einfach mal... vom Gefühl her nur denken, dass du wahrscheinlich viel mehr Triebwerke nach hinten brauchst, um wieder rückwärts rauszukommen, als du brauchst, um reinzukommen in die Erde, oder? Meinst du nicht? Oh. Ich kann dir nach hinten nur kleine Triebwerke geben. Ja, ne, das Grundproblem an der ganzen Überlegung ist halt einfach das, du brauchst erstmal ordentlich Schub, um in dieses Bohrloch reinzukommen. Also es sieht cool aus, was ich da gerade baue, finde ich. Es sieht ziemlich geil aus. Okay. Bin voll begeistert, weil. Werde es mir auch gleich angucken. Muss mal gerade ganz kurz. Das sah eben so aus, als hättest du dich wie eine Spinne abgeseilt. Da. Ich bin eine Spinne. Spider-Zwerg. Was tun die alles? Bisher Spider-Zwerg. Was du nicht alles bist? Eichhörnchen? Nee, Eichhörnchen haben wir nicht, ne? Fledermaus, Spinne. Wir können Eichhörnchen. Ach, Eichhörnchen will sie nicht sein. Da hört der Spaß auf. Wow! Das kommt jetzt zurückgeflogen. So. Warum geht das jetzt nicht? Doch, geht. Ich habe gerade echt unheimlich Spaß an diesem Raumschiff. Ja. Das ja, so muss halt doch sein. Ist halt nur die Frage, ob es überhaupt eine Chance hat, so funktioniert. Ah, das funktioniert hundertprozentig. Oder wird es direkt schon sterben? Ich hole mir nochmal massiv Stahlplatte. Na nun, das muss doch aber gehen. Ach, na, so kann ich die ja nicht anbauen. Ich hab's vergessen. So kann ich die ja nicht anbauen. Ah, das ist so, dass man die seitlich anbauen muss, weißt du? Ja. Ich meine, das ist okay, ist auch logisch irgendwie, ne? Aber es wäre so schön, wenn das nicht müsste, weißt du? Ja, ja, ja. Was könnte man Schönes in diesem Spiel machen, wenn man das nicht machen müsste? Da so. Könnte man richtig tolle Sachen machen. Und noch viel mehr. So, ich muss auch mal bei Gelegenheit muss ich auch noch mal dieses Kontrollkästchen umsetzen, weil ich habe gerade festgestellt, wenn das schief geht, dann rumpelt uns das ganze Hangartor kaputt. So. Okay. Jetzt werden wir uns mal ganz kurz überlegen, wie groß muss dieses Hangartor faktisch sein? Groß, groß. Ja, das ist genau das Problem. Es ist jetzt schon riesig. Aber da geht noch was. Zwei Triebwerke aneinander hängen kann ich dann auch nicht. Ah doch, das geht. Nebenan. Ja, ja, okay. So.
Ich würde sagen, das reicht als Einflug, weil das reicht um zwei Schiffe von uns. Einer kann rausfliegen und der andere kann reinfliegen mit den jetzigen Schiffen. Mehr braucht man da eigentlich gar nicht. Richtig? Falsch. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß auch hab nicht. Ich zugehört. Egal. Jetzt mache ich noch mal eine Kleinigkeit. Wenn ich das jetzt hier hinbaue, wie groß ist das? Das geht, warte mal, das geht doch so rein, oder? Ja, aber dann machen wir das so. Geht auch. Oh. Bin tot. Warum? Nope. Ja, ich habe den Kapitalfehler gemacht. Der wäre? Niemals vergessen auf Schweizer Schwimmen. Nee, das ist ein anderer Fehler. Mein Kapitalfehler war noch viel blöder. Oh, echt? Ja. Ich meine, tragisch. Ja. Erzähl. Schau immer aufs Hydrogen. Ah. Wenn du schon schwebst. Ja. So, die Flasche ist nämlich leer und das ist nämlich total blöde, weil ich nämlich... Voll. So. Also ganz ehrlich, ich baue mir jetzt nochmal eine zweite Flasche. Das hat alles keinen Wert. Ich brauche so viel, weil einfach durch diese Baukonstruktionsgeschichten, Gedönse, brauche ich einfach dermaßen viel. Well? Ja? Was denn? Ich wollte gerade sagen, scheiße. Wir sind out of Eisen. Ja, oder was? Ja! Was, Eis oder Eisen? Eisen haben wir noch 70.000 Erz, dann ist rum. Wie viel? 70.000. Wir haben kein Eisen mehr? Naja, viel nicht mehr. Also, es reicht jetzt gerade noch für das, was wir jetzt hier machen und danach ist Schluss im Karton. Hat man nicht gesagt, wir wollen jetzt erstmal die nächsten Wochen oder so nichts mehr holen? War das nicht so? Ja, irgendwie habe ich das auch in Erinnerung. Hat aber nicht funktioniert. Oh Mann. Krass. Ja, okay. Also das ist jetzt echt schnell gegangen, muss man sagen. So, und jetzt machen wir folgendes. Hier kommt auf jeden Fall, hier machen wir dicht. Weil es fehlt ja immer noch eine Kleinigkeit, und zwar, es gibt kein Hangar ohne Landefläche. Ja? Wir haben ja kein Landepad hier draußen. Du musst ja irgendwo geschützt, auch falls man mal von einem... Oh, irgendwas, was kein Eisen braucht. Hangar? So, bau irgendwas, was kein Eisen braucht. Achso, hier geht's ja gar nicht. Ah, okay. Gut, dass das Spiel einem da auch im Übrigen erinnert. Sag mal, meine Frage, bevor wir den Bohrer testen, wollen wir ja ein Backup vom Spiel machen? Das wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Ich will den ungern komplett verlieren. Irgendwo. Ich kann zwischen den Folgen mal ein Save machen, also ein Backup-Save. Das ist kein Problem, Will. Das können wir. Ich sag mal so, die Sache ist die. Ich habe hier ein Bohrschiff, was quasi sich der Fertigstellung jetzt nähert. Ja. Wir haben kein Eisen mehr. Du kennst den Zusammenhang, ne? Ja, ich vermute, ich ahne Schlimmstes. Aber du hast recht. Wir sollten da vorsichtig vorgehen. Ja? Ist das ungefähr das, was du sagen wolltest? Vorsichtig vorgehen? Ja, wenn wir das noch ausprobieren jetzt, quasi vor unserer, also jetzt heute in der Aufnahmesession, wofür ich schon fast wäre. Ja, das würde ich auch machen. Wenigstens auch, dass es funktioniert oder dass es nicht funktioniert. Und der Chat kann ja, oder ich streame zu oft. Ja. Ihr könnt ja schon mal Wetten abschließen in den Kommentaren. Ob es klappt oder nicht klappt, das ist hier die Frage. Ja, ob das funzt oder nicht. Wobei, ich werde dann auch nochmal drüber gucken, wenn wir das mal angucken, der Gerät. Ja, kannst du jetzt gucken, wenn du magst, dann... Warte mal, jetzt siehst du gerade noch am meisten. Ups. Wir haben Triebwerk verloren. Das kann passieren. Das kommt im besten Familienvorwell. Ah, da habe ich zu viel abgebaut. Alles klar, dann... Ja, weil ich sehe es kommen. Also wir brauchen auf jeden Fall so eine Einlandezone. Hat den Hintergrund. Wenn wir eines Tages mal auf einer großen Reise sind und dann vergessen wir zum Beispiel versehentlich, ja, das Tor aufzumachen und werden dann in dem Moment von Drohnen angegriffen. Dann müsste man so einen geschützten Hangar-Innenbereich oder Außenbereich, je nachdem, von welcher Seite man guckt, bräuchten wir dann, um uns einfach auch
ein bisschen zu schützen. So. Okay. So, jetzt muss ich mal ganz kurz Folgendes machen. Jetzt muss ich mit meinem großen Pott hier mal ganz kurz einen Start... Ach, warte mal. Bevor wir das machen, nochmal ganz kurz hier ran. Okay. So, weil ich lade jetzt schon mal das ganze Eisen ein, sonst baue ich mich hier dumm und dusselig. Und das mache ich jetzt gerade hier nur der Symmetrie halber. Dann kommt er da oben weg. Dran. So. Dann gehen wir, dann schließen wir das jetzt hier ab. Komm mal, 8. Machen wir uns nochmal eine Rampe hier. Okay, nein. Komm, weg da. So. Okay, da kommen wir auch nicht mehr weiter. Also wir brauchen auf jeden Fall alles. Aber das ist eine schöne, breite Einflugschneise, weil also da sehe ich gar keine Probleme auf uns zukommen. So, also wir brauchen auf jeden Fall das. Ja, das ist total dumm, ne? So. Lagerinventar. Davon nehmen wir ein bisschen was mit. Da brauchen wir alles gar nichts von. So, ich bin gleich fertig. Echt? Jetzt schon? Ja. Das brauchen wir nicht. So, dann ich sag die Frage, wie weit so ein Faster strahlt? Ja. Mhm. Das werden wir gleich sehen. Ich baue mir hier nochmal eine neue Rampe. Sag mal, wo bin ich denn hier? Haben wir in der Base jetzt gar nichts mehr so weit? Warte mal, da ist noch relativ viel drin. So, das brauchen wir alles. Kann sein, dass noch ganz bisschen Stahl braucht, um die Faster fertigzustellen. Also, ja, das ist da. Also das ist auf jeden Fall noch da, weil. Ach, ich kann hier nur seitlich. Na, ich habe schon erwähnt, dass das ein Problem ist. Ah, ich habe so schön. Oh, ich hätte so schön sein können. Ich kann die nur sagen. Oh. Ja, okay, ich kann es länger machen, ist kein Problem, aber. Ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen was mit. Ich wollte die hier so reinhängen, weißt du? Hier wollte ich die so reinhängen und dann hätte es ja gereicht mit seitlich. Obwohl. Versehentlich fertig geschweißt, ich bin begeistert. Obwohl, das können wir doch immer noch machen. Der wird nicht gebraucht, ne? Oh, Herstellungskomponente, echt. Das können wir trotzdem machen. Mach mal auf. Ich hab da eine Idee. So. Stahlrohr haben wir auch keins mehr. Ich habe so viele gerade mitgenommen. Boah, ey. So, Zwerg, komm da mal. Hör mal auf, da zu schweißen. Weil wir müssen sowieso jetzt gleich losfliegen und Metall holen. Metall? Darf ich bei dir mitfliegen im Bohrer? Aber verbraucht man nicht den Rest hier dann? Nee, ich brauche was völlig anderes, weil ich brauche Herstellungskomponenten. Oh, weißt du, was ich vergessen habe? Eine Batterie. Oh. Kannst du mal eine Batterie? Oder zwei oder so herstellen. Ja, wir haben Batterien ohne Ende. Ja? Ja. Und Stahlplatte haben wir auch noch ganz viele. Bring mal mit. Dann muss ich hier nochmal abmontieren, die beiden Batterien. Ich stelle trotzdem nochmal ein paar her. Einfach damit wir welche haben. So. Dann. Tausender davon.
So, dann haben wir den Assembler 6, der macht auch gerade nichts. Der darf interne Panzerungen ein paar herstellen. Der 7 darf auch nochmal eine Herstellungskomponente. So. Und der darf nochmal 1000er Motoren herstellen. So, und jetzt gucken wir mal ganz kurz, was wir noch haben. Also das haben wir ohne Ende. Produzierst du die Batterien schon oder? Ja, die sind schon auf. Die sind auf dem Weg. Also die sind schon in der Produktion. Hä? Wieso? Ich guck gerade. Batterien. Wir brauchen noch Batterie. In einem der Assembler findest du die. Nee, die kannst du doch nur so bauen. Die musst du doch direkt hier am Schiff reinbauen. Ach so, sorry, Energiezellen waren das, ne? Ja, habe ich nie gesagt. Da brauche ich nur 20. Wie viele Batterien wollen wir eben gönnen hier? Zwei oder? Ich würde auf jeden Fall 2 machen. Oder? Also 2 sind schon mal eine gute Verhandlungsbasis. Dann brauche ich 20 in der 40 Energiezellen. Für die sind schon fertig. Die müssten auch okay, schon im Assembler stecken. Na super, okay. So, dann gucke ich jetzt mal ganz kurz, wo ich die Stahlrohre hergestellt habe. Nämlich da, weil dann muss ich die vorziehen, weil ich brauche dringend Stahlrohre gerade. Die müssten ja auch sauschnell gehen, die Dinger. Energiezelle. Wo sind die denn? Ja, und da bin ich mal gespannt, weil wenn das Ding fliegen lernt. Das wird heiß. Ja, ich würde es cool finden, wenn du irgendwann mal rüberkommen könntest, noch diese Folge und dir das angucken kannst. Du hast noch. Wir sind bei 21 Minuten. Eigentlich wird das diese Folge nichts mehr. So, schau es mir an. Okay, die du hast da. Aber wenn du jetzt sagst umbauen, dann haben wir noch sind zwei das, Folgen Rückstand. Halt ist das Hydrogen? So. Ist was Hydrogen? Sind das Hydrogentriebwerke? Nee, Atmosphärik, was ist das? Warum? Ach so, nee, die sahen jetzt so aus wie Hydrogentriebwerke, sorry. Da sind die Dinger drin, genau, damit verbindest du an den großen, damit gibst du Seitenschub, das ist gut. Hinten hast du die Batterien dran, okay. Nö, kannst passt doch. Reichen? Ja. Kannst du zwei reichen, ja. Pass auf, dann, warte, hier. Da hast du ja alles nicht gesehen. Du hast ja irgendwie die ganzen letzten 4 Folgen ja nicht einmal drauf geschaut. Doch. War die ganze Zeit über dir. Ja. So ein Helikopterzwerg also, quasi. Dass du über mir weißt, weiß ich, aber du hast ja nicht hingeguckt. Ich glaube nicht, dass du die großen Triebwerke gesehen hast. Nee, habe ich nicht gesehen. Siehst du, kannst du auch nicht ansatzweise aufs Schiff geguckt haben. Die waren ja nicht zu übersehen. So. Ach doch, die hinten drin, die du wolltest, die da, wo die Batterien sind, wolltest du 2 reinbauen, soweit ich das im Kopf habe. Die hängen seit 2 Folgen dran, die Triebwerke. Seit 2 kompletten Folgen oder seit 3 hängen die da dran, die Triebwerke schon. Wo waren die? Die wollte ich nicht hinbauen, die waren da schon längst dran. Ja, deswegen wusste ich ja, wo sie waren. Okay, du hast halt einfach nicht hingeguckt. Doch, klar. Well. Letzter, ja. Ganz kurze Frage noch. Wo kommt denn das Cockpit hin? Weiß ich nicht. Fliegen wir ohne, fliegen wir mit Kamera. Oder? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Da habe ich mir noch keinen Kopf drüber gemacht. Wir könnten das so machen, dass wir das Cockpit auch hier oben hin klatschen. Wenn du die Triebwerke. Obwohl, kannst du nicht weiter runtersetzen, ne? Nee. Warte mal, was haben wir denn? Was haben wir denn an Cockpit? Weil wir haben ja mehrere Cockpits. Wir haben das Rover-Cockpit, das ziemlich cool aussieht im Übrigen, ist ein Mod. Und das normale Cockpit, das Jäger-Cockpit oder das andere Cockpit. Ja. Es muss nicht cool aussehen, es muss nur schutzbietend. Ich rechne mit einer riesigen Explosion. Wir könnten das Ding auch komplett fernsteuerbar machen, aber da müsste halt hier vorne eine Kamera rein. In die Mitte. Das ist ja nun immer so das Riesenproblem, da vorne jetzt eine Kamera reinzudrücken, ne? Nimmst den mittleren Triebwerk weg und haust eine Kamera da rein. Ich würde vorschlagen, meine Lieben, das machen wir in der nächsten Folge. Ja, das ist eine gute Idee. Und dann machen wir das Ding fernsteuerbar. Wäre doch eine geile Idee eigentlich, oder? Ja, musst du die Kamera noch in die Mitte reindrücken. Okay, dann machen wir das nächste Folge. Bis dahin. Guti, bis dann. Tschüss.